Die amerikanische Notenbank Fed hat zwar gestern die Zinsen nicht gesenkt, aber dennoch die Tür aufgemacht für einen Zinssenkungszyklus. Und deswegen explodiert Gold und der Dollar kommt ins Rutschen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Es war dovish, es war nicht ultra dovish, sonst hätte die Fed gestern die Zinsen gesenkt. Sie hat das Wort patient gestrichen, das Wort geduldig. War aber faktisch patient erstmal, indem man gesagt hat, naja, wir warten erstmal ab, was für Daten reinkommen. Gleichwohl ist eben die Tür jetzt aufgemacht, indem sehr viele FED-Mitglieder, die Hälfte, erwarten jetzt eine baldige Zinssenkung und die Märkte preisen das ein, schicken den Dollar ein Stück weit auf Talfahrt und eben Gold in die Höhe. Damit ist Folgendes passiert, wir haben ja praktisch den letzten Renditehafen im Dollarraum gehabt, Renditen, die noch stattlich waren, wenn man eine 10-jährige US-Staatsanleihe etwa kaufte. Das wird jetzt langsam ein Problem, denn wir sehen, dass die Rendite für die 10-jährige US-Staatsanleihe das erste Mal seit Herbst 2016 unter die Marke von 2% gefallen ist. Damit werden sich auch die USA jetzt diesem Nullzinsumfeld annähern, Stück für Stück wahrscheinlich. Das werden die Märkte einpreisen. Dementsprechend ist zu erwarten, dass der Dollar jetzt langsam ein Problem bekommt, denn da war ja sozusagen der Zinsspeicher enthalten im Dollar. Das war die Währung, die noch Zinsen abgeworfen hat. Und das wird jetzt perspektivisch, wenn die Fed das tut, was die Märkte erwarten, eben nicht mehr der Fall sein. Und genau das ist sozusagen jetzt das entscheidende neue Element. Schauen wir uns mal den Goldpreis hier vorab schon mal an. Dann sehen wir, dass der ein Stück weit ausgebrochen ist aus dieser Bewegung. 1382. Wir sind deutlich über die 1350er Marke gekommen, wenn wir uns gleich im anderen Chart nochmal anschauen. Und das Entscheidende ist, dass die Fed jetzt wahnsinnig eindeutig definiert ist seitens der sogenannten Fed Fund Futures. Überall 100% Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung schon für die Ende Juli stattfindende Sitzung. Man geht dann mit einer 80%igen Wahrscheinlichkeit von einem weiteren Schritt der Fed im September aus und 41% sogar für einen dritten Schritt im Dezember. Und wenn wir uns mal anschauen hier, wie es aussieht, wie die innere Struktur ist, dann sehen wir, dass Jim Bianco etwa schreibt, dass die Wahrscheinlichkeit sogar für einen 50 Basispunkte Schritt im Juli inzwischen von den Märkten bei 24% gesehen wird, also ein halbes Prozent an Zinssenkung, gleich eine dicke Zinssenkung sozusagen. Wenn die Fed dann nicht 50 Basispunkte senkt im Juli, dann würde das sozusagen nachgeholt im September, also die Märkte sind sich hier sicher. Und Jim Bianco sagt aber auch, ich habe noch nie gesehen anhand des Studiums historischer Daten, dass die Märkte eine 100%ige Wahrscheinlichkeit einpreisen und die Fed dann nicht liefert. Genau das ist der Punkt. Die Fed ist ein Stück weit, wie Jeff Gundlach das gesagt hat heute Nacht, getrieben von den Anleihenmärkten. Die Anleihenmärkte haben schon lange klar signalisiert, wie sie die Lage sehen. Die Fed hat noch dagegen gehalten und hat sich jetzt sozusagen auf das geistige Niveau, auf die geistige Erkenntnisstufe der Anleihenmärkte gestellt, auch wenn das Wording gestern in der Pressekonferenz von Jerome Powell war, ja, wir werden mal abwarten, was für Daten reinkommen, aber es war klar, dass viele FED-Mitglieder jetzt schon die Zinsen oder demnächst die Zinsen senken wollten. Einer, James Bullard, hat ja gleich gesagt, ich will jetzt im Juni die Zinsen gesenkt haben. Man hat ihm den Gefallen nicht getan, aber er dürfte bald in guter Gesellschaft bleiben. Also schauen wir mal an, was hier vielleicht noch relevant ist. Wir haben eigentlich die Finanzbedingungen, die so lax sind wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Jetzt also kommt diese Zinssenkungszyklus-Idee. Das wird die ganze Geschichte noch ein bisschen radikalisieren wahrscheinlich. Und wir sehen natürlich Spuren in den Charts. Wir starten erstmal mit Gold, zum Beispiel 1379. Massiver Move hier teilweise über die 1300. Und 90er Marke, also raus aus dem Dollar, der eben jetzt seinen Zinsvorsprung perspektivisch verlieren wird. Wir sehen den Euro, der ebenfalls profitieren kann zum US-Dollar. 1,1264 aktuell. Und jetzt ist eben die Frage, was machen die Aktienmärkte draus? Und wir sehen, dass da natürlich auch ein Stück weit Partystimmung herrscht. 2938. Nachdem die Börsen in Japan und vor allem China, China A50 mit einem dicken Gewinn von über 3%, sehr, sehr positiv sind. Jetzt sind wir schon sehr nahe in Sichtweite der Allzeithochs und die Fed hat geliefert.
Zwar nicht so konkret geliefert, aber doch die Tür so weit aufgemacht, dass die Märkte sagen, ja, wenn sie da nicht durch diese Tür geht, dann ist ihr nicht mehr zu helfen. Dementsprechend jetzt das Potenzial heute für neue Allzeithochs, weil die Fed ihren Kurs geändert hat. Wir sehen den Dow Jones bei 26.594. Hier werden den DAX im Bereich 12.357 starten sehen, wenn alles so bleibt, wie es aktuell ist. Und Gold ist bei $54.45. Also das ist schon ein Stück weit ein Game Changer. Der Zinsanhebungszyklus ist vorbei. Jetzt geht es tendenziell nur noch nach unten in Richtung Null. Damit wird die letzte Renditechance vernichtet. Das ist on the long run keine gute Nachricht. Die Märkte werden sich erstmal freuen. Aber was helfen Zinssenkungen, wenn eine Rezession ins Haus steht? Wenn Unternehmen also weniger Gewinne machen, das ist ein typisches Muster. Erstmal steigen Märkte in Zinssenkungsphasen oder in Phasen, in denen man sich in einer Zinssenkungsphase wähnt. Und dann wird es schwieriger. Ich wünsche einen guten Start. Auch denjenigen in Süddeutschland vor allem, die heute frohen Leichnam feiern, meine Damen und Herren. Bis dann. Servus und ciao.